gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. Sebastian Maschberger. So, auf geht's. Ich nehme euch heute ins Brusttraining mit. Heute steht Brust da. Ich zeige euch mal aktuelle Übungen, die ich mache. Servus. Das ist mein Driver. Muscle Factory. Das sicher ist, sei mir dahingestellt. Aber auf jeden Fall am schnellsten. Ja, und das ist hier die gute Stube. So, schaut her, was ich gefunden habe. Zeitung von Januar 2006. Also drauf, ein Schwarzlegger. Und da ist noch der Herr Rühl. Aber jetzt hören wir das Reden auf. Jetzt gibt es meinen Pre-Workout-Stack. Glutamin, Amino-Charge und Creastar. Normalerweise haue ich immer das normale Kreatin-Monohydrat rein, aber das gibt es im Geschmack Wasser nicht ohne. Das schmeckt einfach brutal. Und dann ist es genug mit Zeitung gewesen. Dann geben wir Gas. Heute steht, ja, Brusttraining steht an. Ich zeige euch ein paar Übungen. Ich führe euch mal durch mein aktuelles Brusttraining durch. Wir werden schwachstellenspezifisch anfangen. Vor allem bei meiner Brust, die obere Brust, gezielt beanspruchen. Und schaut, dass ihr was mitnehmen könnt. Und vergesst es nicht, am Ende abonnieren oder einen Kommentar da lassen. Für euch ist nicht viel Arbeit. Mir bringt es unheimlich viel, mich freut es brutal. Und ich sage an der Stelle schon beim ersten für den Support. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's a job. So, erste Übung, wir machen nicht ein paar. Wir starten hier mit Cable Fly Variations. Das heißt, hier haben wir liegend auf der Schrägbank. Und ihr seht, dann haben wir schön die untere Brust. Natürlich kann man das noch schräger machen, dann hat man noch mehr die untere Brust. Wenig Gewicht nehmen, weil so dieser untere Drittel, dieser Stretch-Bereich, da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht zu viel Gewicht hat und dann zeitgleich zu weit in Stretch geht. You feel it? Where? Here. That's good. Jetzt machen wir dasselbe Spiel. Machen wir jetzt hier mit der Schrägbank für obere Brust. Ja. Das ist ihr hier Zeug. Das könnt ihr ja probieren. Aber das funktioniert nur für mich. Also das ist ja, was ich immer mit den Klienten probiere. Oder mit unseren Athleten. Ich versuche herauszufinden, wie derjenige mit welchen Übungen, mit welcher Trainingsmethode den besten Fortschritt erzielt. Jeder ist anders. Und für mich ist es so, ich mache zum Beispiel am Anfang fliegende Übungen. Weil ich da mit wenig, relativ wenig Gewicht trotzdem eine sehr hohe Intensität reinkriege in die Brust. Das heißt, ich muss nicht brutal schwer Band drücken, weil ich einfach der Meinung bin, meine Trainingsphilosophie, wenn ich das einfach 10 Jahre mache, dann habe ich einfach Probleme mit Sicherheit. Und hier bin ich einfach meinen Muskel schön vormüden und ich kann, meine Schwachstelle ist oben die Brust und jetzt kann ich hier ganz speziell meine Schwachstelle am Anfang des Trainings trainieren. Und das mache ich hier, Schrägbank mit Time Under Tension. Ja. Sprich, ich mache 10 Sätze und 1 Sekunde Aufwärtsbewegung, ja, im ersten Satz 1 Sekunde Abwärtsbewegung und dann erhöhe die exzentrische Bewegung, also die Abwärtsbewegung erhöhe auf 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden bis auf 10 Sekunden. Und dann kommen wir letztendlich zum Schluss auf 55 Sekunden Time Under Tension. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ja, probiert es aus. Und sie macht die Übung auch. Jetzt werden wieder ein paar herkommen und sagen, als Frau muss man keine Brust trainieren. Ja, natürlich muss man nicht als Frau so Brust trainieren wie ein Mann, aber trotzdem möchte man auf einen ausgeglichenen Körper sorgen. Also muskulär und auch von der Balance her. Und deshalb ist das auch völlig in Ordnung, wenn man als Frau Brust trainiert. Vor allem obere Brust, weil hier hat man ja, man sieht ja auch die vordere Schulter gut dabei. Und das macht durchaus Sinn. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking
let's never go. Gonna make it. Das ist eigentlich immer Teil des Brusttrainings gewesen, aber ich habe jetzt das gemacht, damit ihr noch die dritte Variante seht, wie man hier Cableflies machen kann. Das heißt, untere Brust, obere Brust, mittlere Brust. Das seht ihr übrigens hier in diesem Fernsehen. Da ist ein fetter Bildschirm. Und das motiviert schon brutal. Ohne Scheiß. Oh, will you fucking fight back? Sie ist eigentlich meine Kamerafrau. Also sie filmt alles ab. Aber sie macht natürlich auch die Übungen, die Workouts mit. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, sie gibt einfach Gas. Also die lässt sich da nicht lumpen. Die, wenn ich zu der sage, hey, du machst nur 5 Wiederholungen, dann mach die nur 5. Ja. Und anders geht's auch nicht. Also dann muss der, wenn man vorankommen möchte. And last one. And squeeze it at the top and hold it. 3 seconds. 1, 2, 3, slowly down. Good. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just fucking. Ja, schaut, was wir hier für Vorrichtung gebaut haben. Schaut nach einer komplizierten Vorrichtung aus, aber ist geil, weil. Passt auf, im unteren Bereich, ja, ihr kennt es vom Bankdrucker her, hat man einfach immer die größte Belastung und hat man auch das höchste Risiko für Verletzungen. Und das minimiere ich hier, weil natürlich proportional das Band das Gewicht wegnimmt, je weiter ich runtergehe. Und dann kann ich trotzdem ganz runtergehen, habe eine schöne Intensität drin, aber nicht dieses erhöhte Verletzungsrisiko. Jetzt ist Sidro. Also, sobald ihr runtergeht, nimmt natürlich. Greift das Theraband und die Belastung nimmt ab. Ich versuche immer in meinem Training, jetzt trainiere ich 12 Jahre, ich versuche immer maximal effektiv zu trainieren, bei trotzdem bestmöglicher Verletzungsprophylaxe. Dass ich einfach ja, so trainiere, dass ich in 10 Jahren immer noch trainieren kann. Was bringt mir das, wenn ich jetzt Vollgas gebe und in 5 Jahren kann ich mich nicht mehr rühren? Weißt du, man muss ja ein bisschen weitsichtig Dinger. Und ja. Wenn noch einer das Video schaut und trainiert deswegen ein bisschen mehr mit Hirn und tut sich vielleicht weniger weh, dann war es das Video schon wert. Hexpress. 2 verschiedene Wege. Also einmal für die Brust. Ich greife das Ganze hier mit dem Griff. Und man kann es auch für den Trizeps machen. Das heißt, man greift es hier und dann kann man es für den Trizeps machen. Aber ich finde das nicht gut für den Trizeps, weil da ist die Handgelenksbelastung so brutal, das finde ich nicht gut. Und deshalb mache ich die Hexpress nur für die Brust. Finde ich aber total geil, also ich kriege dann richtig schönen Druck in den mittleren Teil der Brust rein. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Das wird schmeiß ausgegangen. Das ist die letzte Übung. Da machen wir einen hohen Wiederholungsbereich. Das Ganze und die Brust noch auszubrennen. Und ja, warum mache ich so viel obere Brust? Weil das meine absolute Schwachstelle ist. Und ich habe die letzten Monate festgestellt, wenn ich das Volumen erhöhe und gewisse Intensitätstechniken einbaue, dann wird es wirklich besser. Okay, letzte Übung, bin schon voll im Arsch. Da mache ich nochmal die obere Brust. Richtig ausbrennen nochmal. Also wirklich auch nicht schwer. Ja, weil das einfach meine Schwachstelle ist. Und ich einfach für mich herausgefunden habe die letzten Wochen und Monate, dass ich das Volumen erhöhen muss in der oberen Brust und eine gewisse Intensitätstechnik einbauen muss, weil seit kurzem wächst da was ohne. Und das zeigt mir, ich bin da endlich auf dem richtigen Weg. Also. Schön konzentriert das Ganze. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Mit oberem Endpunkt, schön Vorschirm. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it. But you never
gonna make it? Are you just gonna Game over. This was Sackle Murray. Jetzt freuen wir uns zu missen. Get fight back.